Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth, der Stab der Wahrheit. Ja, wir sagen dann auch mal hier hallo, so, bitteschön, verpiss dich, so. Das ist meine Aufnahme, du hast hier nichts zu suchen, reicht schon, wenn Butters hier ist, die Drecksau. Der schwule Paladin hier, der mich geschwängert hat und das Kind abtreiben wollte, der Penner hier. So, kommen wir dann mal zu den Quests, so. Wir müssen erstmal ins Zimmer von wir wollten ja. Wir haben ja so ziemlich eigentlich alle Sidequests erledigt, die man bis jetzt erledigen kann. Timmy haben wir fast fertig. Wir haben schon 4 von diesen 6 Scheißblagen, Kindergarten-Scheißblagen gefunden. Und jetzt gehen wir mal hier zu Token. Wir haben den Wachmann schon verhauen. Sowas gehört sich doch nicht hier hin, ey. Bah! So ein Scheißvogel. So, gucken wir mal in seine Garage. Ist eine richtige Villa hier. Eine Gitarre. Eine Klosterbrudermütze. Ein Wasserballon. Ja, hier liegt auch eine Menge. Wir gucken uns die Klosterbrille, kack mal an. Du erhältst 1 MP, wenn du geheilt wirst. Toll. Kannst du dir sonst wo hinstecken. So, dann wollen wir mal. Ach, gucke mal. Ein Shin-Pokémon da oben. Und zwar ein Velociraptor. Das hört sich eher an wie du. Wie. Oh, guck mal hier hinten. Oh, Machtack habe ich voll. Sonst ist hier nichts hier hinten, ne? Ah, Token, wir rauben. Token, oder wie du immer heißen magst. Wir, bring dich um. Ja. Can I help you? Yep. What's this? Oh, the L stick again? Hang on a second. Yeah. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Neue Freundschaftsanfrage. Aber wir kommen nicht rein. Scheiße. Okay. Das haben wir erledigt. Ey, du bist ja doch da. Ja, aber echt, ey, ne? So. So, das haben wir. Jetzt gucken wir mal auf die Questkarte. Jetzt müssen wir zu Trick Bros. Ich wollte aber mal eben schauen, wo das nochmal ist. Jetzt ist alles so viel, ich weiß nicht immer genau, wo was ist. Aber es ist hier in der Nähe. So, wir haben ja das Crystal Meth Paket abgeholt. Was ich auch nochmal gemacht habe, ich habe es nochmal etwas lauter gestellt, weil ich habe die letzten Aufnahmen selbst nochmal überprüft. Allein schon deswegen, weil wir ein Part 3 Blackscreen hatten, 4 Minuten lang. Deswegen überprüfe ich das jetzt immer doppelt gemoppelt. Und da ist mir aufgefallen, dass man die Leute im Hintergrund, also hier zum Beispiel hier die schwule Sau hier Butters, die Schwuchtel, immer noch nicht so wirklich hört. Deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal einen Ticken lauter gestellt. Außerdem brauchen wir Kohle, sind ja geldgeil. Haben wir schon fast wieder $60. Also von daher muss ich mir einmal am Ohr kratzen. Oh, ja. Oh. Oh, ist das geil. Oh. So. Ja, das hab ich aufgeräumt. Ich hab den Keller aufgeräumt, du alten Sack. Ach nee, ja. Ja, Kaffee trinken für die Schule. Ja, ich weiß. Ja, wir wollen aber zu Tweak. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Ja. So, Tweaks Schlüssel. Zum Brühmeistervorrat. So, was haben wir denn da? Klosterbruder Handschuhe, Klosterbruder Robe, Geld, Sonnenbrille, Machttag und so. So, jetzt sollen wir zu Cartman zurückkehren. Weil den einen da, Tweak Token. Craig sitzt ja noch in der Schule. Und schön, dass es hier Kaffee gibt mit Drogen drin. Auch geiler Shit. Ja, dann wollen wir mal zurück zu Cartman.
zu unserem Meister. Wir wollen zu unserem Meister zurückkehren. Warte, wo habe ich denn jetzt auf einmal $72? Wir hatten doch gerade noch nicht mal 60. So, jetzt haben wir ja erstmal neue Freunde gefunden. 7 neue Freunde. Okay. So. Hier war doch derjenige, der sein Pferd gefickt hat, ne? Ja. So, ich glaube, ich kann mir diesen Arschficker nochmal wiederholen. Diesen diesen Arsch, hier, Mr. Sklave. Come back tomorrow, sweetie. Nein, ich komme morgen nicht wieder, du Arschratte. Ah, nee, wir müssen ja erst am nächsten Tag. Läuft dir eine Uhrzeit mit? So, wo sind wir denn? Okay, wir müssen dann also jetzt über den Spielplatz lang. So. Erstmal was trinken. Oh, so. Haha, komm, wir nehmen mal ein zerknülltes Papier mit. Da steht bestimmt ach, was weiß ich drin. Ja, meine Awesomeness ist total cool, ne? Ja. Hi. Okay. So, redest du jetzt mit mir? Nö. Kommen wir hier eigentlich rein? Ja. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Wir haben ja eigentlich... Pack mir den Unterhosen-Man weg. Ekelhaft. So, jetzt müssten wir ja eigentlich schon fast da sein. Wir sind schon vorbei. Ja, das hier ist doch Cartmans Haus. Oh, Morgenmucke. Oh, ich habe wieder Tweaks Kaffee nicht genommen. Ja, deswegen bin ich noch nicht ganz da. Fernsehen gucken, was läuft denn da? Boah, guck mal, Butter, das ist ein Softporno. Ach nee, sorry, der ist schwul. Ach nee, geht nicht. Hi. Ja, ja, aber total. Ja, ich schlag alles kurz und klein. Mach ich gerne. Muss Cartman 20 fix mal einen neuen kaufen. So. Ja, ja. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. Oh, geil. For you to learn. Dragon shout. Den Drachenschrei. Ich lerne was Neues. You fight well, Douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fart. Boah, geil. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's bowels, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bowels is not cool. Do you understand? All right. Then let's begin your training. Ich schwöre hiermit feierlich, ich werde niemanden in die Eier furzen. Oh. You gotta let it all out. It's a mighty roar. Ja, lass mich doch. Ah. Okay. Hab's. Alles klar, ich hab's. Aber erstmal, ich schwöre feierlich nochmal, niemanden in die Eier zu furzen. Oder auf die Eier. Whoa, don't leave the air trapped inside. That shit's dangerous. People die like that. I'll show you one more time. Sag mal, also nach unten, dann in die Mitte und dann hoch. Mache ich doch. Hold.
Aber also furzen ist echt schon eine schwere Kunst. Oh! Ich glaube, jetzt hab ich's. Ja, boah, das stinkt schon hier, Cartman. Jetzt hör doch mal auf, was hast du hier Frühstück, du Penner? Geht doch. Mhm. Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Okay. Real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Okay. Oh. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Ja, danke. Ich lasse die Eier schon von anderen in Ruhe. Keine Sorge. So. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Okay. Wir sollen, Kenny mitnehmen. So, rekrutiere Quake, gehe zur Schule. Ja, dann wollen wir mal Quake finden. Dann gehen wir mal zur School. Jetzt hast du zwei Begleiter, die dich auf dein Abenteuer begleiten können. Drücke, um zwischen Begleiter zu wechseln. Boom, und da ist Kenny. Boah, hi! Oh, Kenny, du siehst ja heute wieder bezaubert aus. Entschuldigung, Prinzessin Kenny. Oh, komm her. I've had my problems raising Eric, but somehow. Ja, ja, ja. Endlich mal was Vernünftiges an meiner Seite. So, können wir jetzt eigentlich mal nach Hause gehen? Ja, wir sind endlich mal bei uns zu Hause. So, dann gucken wir mal. Ah, nee, gar nicht wahr, wir sind bei Butters. Ach, scheiße. Hab mich vertan. So. Ja, jetzt können wir mal zu uns gehen. Mama, Papa, guck mal, ich habe eine Frau mit nach Hause gebracht. Hallo. You're really gonna go outside with that hair? Ja. Ach, fick dich. Fickt euch doch. Wofür hat meine Eltern? Die hat mich gar nicht lieb. So, mal immer auf der Karte gucken. Waren wir hier eigentlich schon in den Häusern? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen einfach mal weiter. Da. Hi. Ah, endlich hat sie aber ihre Freundschaftsanfrage mit mir für mich angenommen. Kelly Rutherford. Oh, 31 Freunde, cool. Aber der Vogel da hinten muss ich sein. Solange wir heute noch nicht gekämpft haben und da hinten sich Elfen verstecken, hauen wir die jetzt mal platt. Da du jetzt gelernt hast, wie man den Drachenschrei benutzt, kannst du deine Magie benutzen, um deine Waffenangriffe zu unterstützen. Drücke Y, wenn du ein grünes Funken siehst. Einen grünen Funken. Okay. Warte. Geile Sache. Mal gucken wir uns mal Kennys Bogen an. Geiler Scheiß. Magie. Okay. Mhm. Danach haben wir gerne Sex. Nein, natürlich nicht. Juhu!
So, endlich mal was gekloppt hier. Geld nehmen wir immer mit. Wo liegt der andere Penner? Da, da, da. So, immer alles schön mitnehmen. Jimmys Garageschlüssel. Also kommen wir da noch nicht rein. Und den Hausschlüssel haben wir auch noch nicht. Okay. Wir kommen da, hi. Okay, sie redet nicht mit uns. Was haben wir denn nur getan? So, kaputt. Redest jetzt mit mir, Arschloch? Guck mal hier, das ist meine Freundin. Das ist Kenny. Prinzessin Kenny, bitte. Küss ihr den Arsch. Komm, los. Küss ihr den Arsch, hab ich gesagt. Du sollst ihr den Arsch küssen. Mann, Arschloch. Da, 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 da. Macht immer so Spaß, das kaputt zu machen. Ja, eine Timmy-Flagge haben wir noch nicht entdeckt. Ach genau, hier können wir jetzt was machen. Pass mal auf. Dann hast du gesehen. Jetzt kommen wir nämlich dahin. Ja, sowas geht. Da will ich vorher was machen. Wartet mal. Wir können ja gleich hier wieder hin, hier unten. Wir sind ja hier. Ich will einmal hier hoch zum Restaurant. Da ist nämlich noch ein schönes Pokémon, das möchte ich gerne sofort holen. Bevor ich das nämlich irgendwann wieder vergesse. So. Ein Brokkoli. War doch schön, oder? Das musste jetzt auch mal sein. So, ich könnte jetzt auch direkt zur Schule gehen, wollen wir aber nicht. Ja, Mucke hat heute Schaden. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Kaffee noch von Trick nicht gesoffen. Mit der schönen Crystal Meth drin. Das fand ich immer geil. Morgens. Kommen wir da jetzt eigentlich rein? Have you tried Tweak Brothers Coffee? It's terrible, but for some reason I can't stop drinking it. Ja, ja. Warum ist klar, ne? Jetzt ist das Geld weg. Oh, toll. Ne, da kommen wir immer noch nicht rein. Okay. Gut, wir sind aber jetzt gleich an der Schule angekommen. Hi. Oh, ne, dann fick dich. So. Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch, because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldfar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Doch. Geh zur Cafeteria in der Schule. Hier? Nee, oder? Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. I warn you, stay away from the doors. One step towards those doors and I will be forced to write you up. Ah ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Schule angekommen. Student Archivements. Okay. Hall of Honor. Aha. So, was willst du von mir, Kleiner, nochmal? Ah ja. Okay. Gut. Wenn du das sagst, hier. Angeschissen. Ich hatte Durchfall. Gucken wir uns mal eine Fähigkeit von Kenny an. Und zwar gucken wir uns erst königlichen Kuss an. Kenny knutscht deine Feinde ab, um sie völlig aus der Bahn zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Kretze. Oh ja. Das ist geil. Here they come. Oh yeah. I'll be out of here in 10 minutes.
Mhm. Alles klar. Sobald ich es verstanden habe, sage ich dir Bescheid. Mal schon mal auf mich aufmerksam machen hier. So, der ist down. So, kaputt. Stell dich vor ein Feuer, um den Drachenschrei drauf zu wirken. Ziehe R nach unten und dann nach oben und den Drachen. Ja, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ich wusste ja schon, wie das geht. Oh. Ihr kleinen Mini-Wichser. Oh, shit. Jetzt habe ich mich selbst erwischt. Oh, ein Chip-Pokémon. Ein Pudelsaurus Rex. Oh, wie süß. Bah, das sind doch Aufseher. Warum haben die einen Sonnenschirm dabei? So ein schwulen Scheiß. Schlüssel, Spinnschlüssel der Gangaufsicht. Der Gangaufsicht. Yeah. So, habe ich da jetzt alles rausgeholt? Nee. Da kommen wir auch nicht rein. Da hatten wir alles. So. Finde einen Goldschlüssel im Mackies Büro. Okay. Finde den Silberschlüssel.